Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und aktuell bin ich gerade bei L wie Last Starfighter. Cover schaut ganz nett aus eigentlich. Ich habe ein bisschen Angst, dass das vielleicht ein Lizenztitel sein könnte, eine Filmumsetzung. Keine Ahnung, schauen wir mal. Kann man auch zu zweit spielen? Netz, ich spiele es alleine. Okay, ich habe keine Ahnung, was. Ui, es ist ein Side-Scroll-Shooter. Aha, nein, ich kann in beide Seiten, in beide Richtungen fliegen. Hä? Und er dreht automatisch wieder um. Interessante Steuerung. Ich setze einfach mal drauf und schau, was passiert. Der Sound ist. Ich muss den Sound runterdrehen, der ist kein Spaß. A bringt nichts, nur B bringt was. Ich halte einfach drauf, was geht. Okay, ich bin tot. Ich weiß nicht genau warum. Ich habe so das Gefühl, das könnte richtig irgendwie übel werden. Habe ich nicht, warum habe ich den letzten jetzt nicht erwischt? Das verstehe ich nicht. Die habe ich weggebrezelt. Okay. Der hat mich von hinten erwischt. Wo ist der jetzt hin? Ich will nachfliegen, der killt mich instant von der anderen Seite. Okay. Wie mache ich da? Ah, ich wollte doch nicht da reinfliegen. Wie kann ich denn mit bremsen? Okay. Es ist einfach unmöglich. Also endlich mache ich irgendwas falsch oder dieses Spiel ist einfach komplett für den Hintern. Ich glaube, es ist ersteres der Fall. Ich glaube, es ist vielleicht einfach wirklich grottig. Last Starfighter. Der letzte, weil ich nachher nie wieder einer spielen wollte, oder was? Okay, da hat mich irgendwas abgeschossen schon wieder. Kann ich bremsen? Ah, ich kann bremsen. Okay. Such's mal auf super langsam. Aber ich habe ja gar keine Chance, da irgendwas zu sehen. Okay, der hat. Das Ding kann irgendwie Sachen schießen. Muss man wissen. Jetzt weiß ich's. Den mache ich auch noch blöd. Ich alle platt gemacht, es gibt also nichts zum Einsammeln. Wieso gibt es hier nichts zum Einsammeln? Das ist ja schon mal das Erste. Okay, ich bin schon wieder instant hin. Ja, wer sollte das ernsthaft länger als eine Minute zocken, dieses Spiel? Boah, ist das mies. Das ist richtig mies. Grafik ist mies. Sound ist mies. Steuerung ist auch mies. Es ist einfach Mist, Leute. Ich sag das oft nicht gern so unschön und so. Aber ich mir immer denke, vielleicht habe ich ja irgendeinen Aspekt von diesem Spiel nicht verstanden. Aber ich glaube, das hier ist einfach ein Dreck. Ja, wir Spezialisten nennen so etwas Dreck. Okay, das sind irgendwelche Starfighter, die ich da jetzt gerade rausgebrezelt habe. Okay, so weit bin ich noch nie gekommen. Uah, reiner Zufall, dass mich das jetzt nicht gekillt hat. Fliegt nach rechts. Er fliegt nicht nach rechts. Ich kann nicht mehr nach rechts fliegen. Da ist aus, da geht es nur nach links. Okay. Ja, ich habe so das Gefühl, ich werde hier kein Level 2 sehen. The Lost Starfighter. Nein, Leute, so geht das nicht. Hat es irgendwie Probe gespielt von den Programmierern und sich dann gedacht, da haben wir eine richtig gute Leistung abgeliefert. Bravo, bravo. Davon werden noch Leute in 20 Jahren sprechen. Ich glaube, davon spricht niemand mehr.
Außer ich. Also das würde das wirklich irgendjemand freiwillig zocken? Und warum bin ich jetzt gestorben? Ich weiß es einfach nicht. War da irgendwas am Boden? Wird mich doch gegen durchgeflogen? Wann darf ich durchfliegen? Wann nicht? Warum? Wie kann ich diese Raketen abwehren? Oder was auch immer das ist. Was ist? Warum kann ich da nicht rein drüber fliegen? Es gibt keinen Grund, warum ich da nicht drüber fliegen kann. Man sieht doch nichts. Du willst einfach mal volle Kanne hochschieben und schau, wie weit ich komme. Volle Kanne einfach durchziehen. Einfach volle Kanne durchziehen und was. Ab und zu gibt es anscheinend Dinge, in die man reinfliegen kann. Die sich aber kaum unterscheiden. Irgendwie. Muss ich vielleicht alle von diesen Raumschiffen da am Boden? Das ist ja unmöglich. Im Ufer. Boah, 4 Minuten noch. Ich mag nicht mehr. Es ist wirklich einfach nur Mist hier. Einfach wirklich Mist. Ich mache jetzt einmal alle Platz hier, diese Flugzeuge da. So, da jetzt geht's weiter zum nächsten. Man kann dem Zeug auch überhaupt nicht ausweichen. Muss ich vielleicht mit Select irgendwas machen? Habe ich irgendwas nicht gecheckt? Gibt es mit Select? Select bringt Nüsse. Start ist Pause. Okay. A ist Feuern. B ist auch Feuern. Okay, es gibt also nur Feuern. Sonst nix. Das ist echt übel. Richtig übel. Ich mache noch einen und dann lasse ich es. Das ist einfach... Das ist einfach... Wieso sollte sich das irgendjemand antun? Das ist einfach nur Mist. Das ist einfach nicht... Wer macht so ein Level-Design? Wieso? Wieso? Was haben sie sich bei den Sounds gedacht? Haben sie sich gedacht, oh, egal, die Sounds sind egal. Pfeif auf die Sounds, das Spiel spielt eh niemand länger als 5 Minuten. Außer diesen einen Typ, der jedes NDR-Spiel 10 Minuten spielt. Ah, da kann ich wieder nicht reinfliegen. Come on. Mein letztes Leben, das verballe ich noch, okay. Ich bemühe mich wirklich, ich bemühe mich echt. Ich bemühe mich jetzt wirklich, dass ich da diese Bodendinger da zerstöre. Ich weiß ja nicht mehr, ob ich das muss. Keine Ahnung. Ah, es geht einfach nicht. Man weiß einfach nicht, in was man reinfliegen soll und was nicht. Ist einfach nicht erkenntlich. Boah, lang nicht so ein Müll gespielt, Leute. Lang nicht so ein Müll gespielt. Wirklich ärgster Müll. Müll erster Sahne, sozusagen. Na, raus da. Ich muss hier weg. Ich muss jetzt das hier beenden. Schrecklich. 8 Minuten 47 mit Abstand gehen sie vielleicht gerade die 10 Minuten raus. Ist mir egal. Ist einfach nicht zu ertragen. Ja, Leute, wenn ihr was Besseres zocken wollt, dann schaut mal da drüben nach. Ich habe schon jede Menge gute Games auch gezockt. Ab und zu ist halt Mist dabei. Was soll's? Kann man nichts machen. Kann man sich auch mal drüber aufregen. Da unten kann man abonnieren und lasst mir was in den Kommentaren da. Ist das Spiel wirklich so übel, wie ich finde? Oder gibt es draußen vielleicht irgendjemanden, der es feiert? Könnt es mir gerne schreiben. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch. Und ansonsten sage ich noch ciao, ciao, bis morgen.